Hey, who's there? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did. But this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Ja, und damit willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm, Episode 3. Und ja, natürlich hat David sofort gemerkt, dass da jemand im Flur rumschleicht. Trotz der schönen Momente, die er der guten Joyce eben gebracht hat. Denn es ist Muttertag und das haben wir auch mitbekommen, da wir ein bisschen geschnüffelt haben und die Karte gesehen haben. Und deswegen sind wir mal so freundlich. Alles Gute, Mama. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. So, muss gerade was gucken, sorry. Mach dir keine... Ich kann's ja ruhig sagen, dass ich mit Rachel rumhänge. Das ist nicht mal gelogen. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go... David has something to say to you. It won't take but a minute. Mom. I don't think this is the best idea. You already promised. Chloe? I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. So, if you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. Even though she had pot yesterday. David. The idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Das ist ja sehr nett. Er hat mein Zimmer durchsucht. Ja, gut, er hat ja jetzt gerade von heute, von ab jetzt quasi. Aber davor nochmal schnell das Zimmer durchsuchen. Ich will... Es fällt ihm verdammt schwer, das hat man gehört und man sieht's auch. Aber es ist eigentlich nett. Und ich, wozu jetzt einen Streit noch anfangen? Ja, er hat das Zimmer durchsucht, aber wenn er es ab jetzt wirklich tut, dann soll's mir recht sein. Genialer Plan. Wow. This sounds like it's doomed to fail, but hey, kudos for trying. Chloe. What? I really meant it. Good job. Can we be done now? Wait, one second. Don't go, Chloe. I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. This
is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Das sind immer die guten Momente von David, so anstrengend wie er auch sein mag und wie er sich gibt, aber das haben wir im Grundspiel ja auch schon, besonders ab einer gewissen Stelle, gemerkt, dass er ja doch das Herz am rechten Fleck hat und er hat halt auch einiges mitgemacht und deswegen ist er ja teilweise auch so, wie er ist. Ich habe jetzt nichts gegen ihn eigentlich großartig und deswegen... Ich frage mich ja ehrlich gesagt, warum das eine wichtige Entscheidung ist. Okay, vielleicht kommt es ja dann wirklich am Ende drauf an, wie die beiden zueinander stehen oder so. Vielleicht deswegen. Auf jeden Fall, das war sehr aufrichtig und ernst gemeint, wie er das gesagt hat. Und deswegen würde ich das Angebot auf jeden Fall gerne annehmen. Ja. David looks so young. And this Phil guy, they look close. Ja, scheinen auch beide zu grinsen, waren wahrscheinlich sehr gute Freunde. Es gab ja auch noch andere Zeiten von David. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom. I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. What the hell? Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Thank you.
Work with me here. Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Okay, schon sind wir auf dem Schrottplatz. Ich hätte jetzt gedacht, es geht erst noch runter in die Garage und dass wir da Zeug zusammensuchen müssen. Aber gut, haben sie abgekürzt, finde ich fein. Und außerdem... fand ich sehr schön, wie das Gespräch jetzt verlief mit David, aber auch mit Joyce. I can definitely see some problems. Yeah. Just need to match them to the right tool. Ich finde das eigentlich auch sehr wichtig, dass da mal ein bisschen noch eine Aussprache kam und die jetzt einfach wieder, ja, dass alles wieder okay ist. Das fand ich doch jetzt sehr, sehr schön. David hat mir auch gleich eine SMS geschrieben. Und jetzt schreibt er bestimmt sowas, es war alles gelogen, ich musste das tun. Nein, Quatsch. Chloe, David hier. Hat Mama dir meine Nummer gegeben? Ja, hat sie. Ich habe gesehen, du hast den Werkzeugkasten deines Vaters mitgenommen. Arbeitest du an einem Projekt? Mehr oder weniger. Welche Art von Projekt? Sorry, ich bin gerade etwas beschäftigt. Nun, ich bin froh, dich an etwas Interesse zeigen zu sehen. Weiter so. Ja, mein Feldwebel. Darf ich jetzt abtreten? Für eine Weile. Ja, wie schön, dass ich mich überhaupt nicht mit Autos auskenne. Das wollte ich an der Stelle nur mal gesagt haben. Ein bisschen Radio kann vielleicht helfen. So, okay. Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich stelle mir einen Computer hin oder sonst irgendwie was. Das mache ich gerne, aber Autos... Egal, ich bin mal tapfer. Es wird jetzt nicht so komplex sein, hoffe ich. Kühler, wir können ja alles erstmal überprüfen. This thing seems pretty gunked up. Now skip. I understand you work as a security guard. I think I should move on to something else. Ja, okay, da kann ich jetzt nichts mehr dran machen. Dann haben wir hier den Batteriepol. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Fest genug greifen. Ah ja, da steht's ja schon mit dem Schraubenschlüssel. Not helping. Achso, ich kann ja wechseln. Ich brauche dafür wahrscheinlich diese Zange. So, okay. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das andere Teil. Ich probiere es einfach mal. Das scheint ja auch damit zu gehen. Gut. There. Fits like a deadly electric glove. Okay, wahrscheinlich müssen wir einfach an jedem Teil das richtige Werkzeug benutzen. Das dürfte ich ja noch hinkriegen. Meine Güte, hat die sich jetzt schon die Hände dreckig gemacht? How can I tighten it? Anziehen? Ich sehe es ja gar nicht richtig, was er da meint, aber... Normalerweise mit dem Schraubenschlüssel, oder? Kommt drauf an. Naja, ach warte mal, ich probier's. Ich sehe das Teil ja nicht mal. Das ist da hinten, da dazwischen irgendwie drin. Aber ich nehme an, dass ich das andere Teil brauche. Ich probiere es trotzdem mal eben. Okay, dann nehmen wir uns den Schraubenschlüssel. Nee, das ist nicht das Teil, was ich wollte. Ach weißt du was, lass es mal in der Hand. Ich gucke mir jetzt das andere noch an. Doch den Schraubenzieher dafür. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Was Kleines? Naja, das ist relativ klein, aber. Nothing doing. Aber ich will das Teil auch mal benutzen, wenn ich es jetzt schon mal in der Hand habe. Ich gucke mir erstmal alles an. Ich hätte nichts Weißes anziehen sollen. Bei den Arbeiten, aber zum Glück verträgt das er nicht. This thing is gunked the fuck up. Oh, da haben wir jetzt den Benzinfilter, den können wir
boosten, das mache ich gleich. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. Ja. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Wir können die Musik übrigens auch aufdrehen. Cool. Yeah. Okay, das ist cool, dass ich das kann, aber leider kann ich nicht mit aufgedrehter Musik wirklich am Auto hantieren. Ach, die Anleitung hätte ich mir auch mal angucken können. It's not like I need a manual. But I'm really glad it's here. Oh ja, ich auch. Schauen wir uns mal an. Verteilerkappe, Kontakte, Rußniederschlag entfernen, mit Schmiere einfetten. Habe ich das überhaupt? Ansaugeinladung, Drosselgehäuse, Unterdruckleitung. Ein Luftfilter, Zahnriemen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Kram. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Da bräuchte ich meinen Vater. Der kann da immer alles erledigen. Wenn da irgendwas anfällt, bin ich immer glücklich drum. Okay, dann pust halt mal. Maybe. Boah. Sehr schick. Was war das nochmal mit Schleim? Schmieriger Schleim? Wir müssen uns das genauer angucken. Hier. Da! Gross. But also kind of inspiring. Findest du? What do I see? Ein Rabe oder ein Löwe? Boah, ich würde eher ein Rabe draus machen. I know. Haha, sehr cool. Sehr schick. When life gives you gunk, make art, I guess. Ja. Aber du bist kreativ auf deine ganz eigene Art und Weise, Chloe. Das muss man dir lassen. So, ich will jetzt mal die Zange. Nee, die will ich nicht. Ich will den Schraubenzieher, Menno. Ich muss jetzt hier mal anfangen, aber richtig. So, das Teil, genau. Dann gucken wir mal, dann könnte man mit der Verteilerkappe drankommen. Hat er gesagt, was Schmales? That should help keep shit distributed. Well, fuck. Was hast du denn jetzt gemacht? Wieder anbringen. Okay, das machen wir gleich. Oh, schon wieder eine Warnung von der ABFB. Gesundheitshinweis wegen Luftqualität. Arcadia Bay Forstbehörde, Arcadia Bay, Oregon. 7.45 Uhr, 9. Mai 2010. Feuer im Culmination Nationalpark noch immer aktiv. Mittlerweile mittlerer bis schwerer Rauch erwartet. Begrenzen Sie Freiluftaktivitäten. Na prima. Aber das ist uns ja gerade sowieso egal, ne? Gut, ich wollte jetzt mit dem Schraubenzieher noch das hier... Nothing doing. Nee, kann ich gar nicht, okay. Das ist ja schon fast alles, was ich noch tun kann. Ah ja, stimmt, das hat sie sich nur angeschaut, hat ja gemeint, sie lässt es so. Moment, was habe ich jetzt noch gar nicht... Aber habe ich mit dem... Den Schraubenschlüssel habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Habe ich mit dem Schraubenschlüssel das schon mal probiert? Mal gucken... Ah, scheint zu gehen. Wunderbar. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, was die da überhaupt machen wollt.
much better. Okay, gut. Jetzt können wir nur noch das anbringen. So kompliziert war das nun auch nicht, okay. Go back from whence you came. Ich glaube, wir sind fertig. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Please, I need you. Yeah! Goyle. Hey, Junkyard Queen, where are you at? Hey. Holy shit. Your hair. It's so... badass. I was gonna say hot. But, yeah. Badass too. Hey. Not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Oh, fuck. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Ach, na toll, ey. Dieser Typ. Und Frank lässt sich voll mit reinziehen. Provozieren will ich ihn eigentlich nicht. Der ist so arschig, der wird auch Frauen schlagen. Wir wissen ja, was er mit True gemacht hat. Ja, ich hab's nicht. For fuck's sake, the money wasn't there. What do you want from me? I don't think she has it. Oh? It's cute how she acts like you two are friends. You heard what happened to Drew, right? Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Don't fucking touch her. Why is it that chicks think it's okay to hit me?
But if I lay a single finger on them, suddenly, it's a whole other thing. Frank says you were asking about a client of his. That true? Sie ist also eine Kundin bei dir. Ja, das ist wahr. Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you, but he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know, right now, why you give a shit about this woman? Okay, so ganz genau können wir es eh nicht sagen. Eine Freundin. Geht dich nichts an? Was interessiert es dich so sehr? Ich weiß nicht, ob eine Gegenfrage bei dem Typ clever ist. Geht dich nichts an, ist wahrscheinlich noch dümmer. Entweder frage ich oder eine Freundin. Was interessiert es dich? Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the questions here. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now, Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon, your dad's a real piece of shit, you know. Ich frage mich, warum er das jetzt sagt. Ja, klar, er ist der Anwalt, wohl deswegen. Und er versucht, die ja dingfest zu machen. Hätte ja auch sein können, dass Rachels Mutter, also Sarah, halt auch davon gesprochen hat und ihre Tochter sucht. Wobei, sie weiß ja, wo sie ist. Sie wird ja wissen, wo James wohnt. Nee, dann wird es einfach mit der Anwaltssache zu tun haben, dass die da eben verfolgt werden. Wen interessiert's? So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Oh, you fucking bitch! Oh shit. Rachel! Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Never knew I could be speechless. Hold on! Shit! 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 Hey! Hold on, okay? Rachel? No! No! No!
I'm not losing you. Oh Mann, das war heftig. Aber es scheint nur eine Verletzung am Arm zu sein, glaube ich. Trotzdem. Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's had a surgery, and now she's resting. Chloe, what happened? Ja, und das war jetzt ein sehr heftiger Moment. Aber es scheint ja nochmal alles gut zu gehen. Ah, dieses Arschloch aber auch, ganz ehrlich. Kann man den nicht einfach jetzt mal einsperren? Wie viel muss noch passieren? Ich meine, die sind der doch eh schon auf der Spur. War ja ein toller Plan, mehr über sie herauszufinden. Also unsere eigene Schuld war das jetzt eigentlich nicht. Ich würde gern sagen, wer das war. I don't know. Everything happened so fast. That guy you have a file on. Demon Merrick. Why does he hate you so much? I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe. But I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? Was wollte Merrick? Er wollte uns eigentlich, nach Sarah fragen, wollte er uns ja nicht, oder verstehe ich das gerade falsch? Er wollte uns abschrecken. I think he wanted to scare us, so he'd stop asking questions about his business. Is that how it became violent? Er wollte Infos über sie. Genau, das werde ich sagen. Also sie über den Staatsanwalt wollte er Infos. Genau. When he found out Rachel was the DA's daughter, he wanted information about you. And how did he know that I'm her father? Ja, sie hat Rachel. Sie hat halt den Namen gesagt. In der Hinsicht war es wohl ihre Schuld, aber mein Gott, wer denkt an sowas? I called her Rachel. And he figured it out from there.
It's not your fault. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. Beides sehr interessant. Machen wir an dieser Stelle doch einen Cut, Freunde. es ist und bleibt spannend und ich finde es toll, wie... ich finde es gut, dass wir die Wahrheit gesagt haben und ich finde auch jetzt die ganzen Reaktionen von Rachels Vater sehr angenehm. Ganz anders wie zu Beginn, als man ihn kennengelernt hat. Und auch wenn er jetzt schon so halb seinen Job wieder nachgeht. Aber das ist ja auch gut so. Dieser Damon, der muss so schnell wie möglich verschwinden. Aber man hat einen Schrei gehört. Bin ich mal gespannt, wer da verletzt wurde oder mehr. Wer weiß, wer weiß. Gut, Leute, in dem Sinne, das lief leider nicht so gut auf dem Schrottplatz, aber es kann ja nur besser werden, oder? Vielleicht das nächste Mal, wenn es genau an dieser Stelle weitergeht mit Let's Play Life is Strange Before the Storm Episode 3. Also, bis denne.